Viele Menschen neigen dazu, sich Ausreden zu suchen, um in ihrer Komfortzone zu bleiben oder auch ihre Gewohnheiten nicht stark ändern zu müssen. Das machen viele bewusst oder auch unbewusst. Und eins der häufigen Ausreden, wenn es dann bezüglich Krankheit und beziehungsweise um das ganze Gesundheitsthema geht, ist, was ich auch von vielen Leuten höre, ist, wenn sie sich mit einer Krankheit abfinden, mit dem Satz oder mit der Aussage, ist es genetisch vererbt oder das hatten schon meine Eltern und das haben sie an mich weitergegeben, und die Leute dann das als Programmierung dann sozusagen sehen und an ihrem Lebensverhalten beziehungsweise um die Ursache für diese Krankheit zu lösen, nicht angehen wollen. Und ich möchte euch dir jetzt noch mal ein bisschen näher erläutern beziehungsweise erklären, wie ich das, was ich beziehungsweise wie ich das sehe und was, wenn man sich dann mit dieser Thematik näher beschäftigt, ist einfach nur eine billige Ausrede sozusagen ist. Manchmal höre ich die Aussagen bei Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, dass sie diese von ihren Eltern vererbt bekommen haben, dass es genetische Probleme hat oder, wie gesagt, dass die Eltern es schon, dass es halt einfach in der Familie liegt, der Urgroßvater hat auch schon dieses Problem und das habe ich dann einfach mit weitervererbt bekommen. Ich kann da zum Beispiel nichts machen. Und das ist in dem Zusammenhang bei einigen Sachen beziehungsweise bei einigen Krankheiten oder Entgiftungen eigentlich nicht der Fall, weil die viele Leute sich da nicht, nicht auskennen. Im allgemeinen Thema mit dem Gesundheit, aber auch in Sachen Psychologie, weil das hat da auch einen wesentlichen Punkt. Da gibt es ja zum Beispiel die Aussage, dass halt die Kinder, je älter sie werden, immer mehr ihren Eltern ähneln oder beziehungsweise zu ihren Eltern werden. Hat einfach folgenden Grund, dass wir halt immer, wenn wir mit unseren Eltern aufwachsen, sie uns die gleichen Gewohnheiten mitgeben, die sie ja auch haben, ihre Glaubenssätze, ihre Sichtweisen, ihre Handlungen. Das bekommen, nehmen wir sozusagen als Kind wie einen Schwamm auf. Und das werden wir dann auch mit der Zeit einfach leben, weil wir es ja einfach nicht anders mitbekommen haben und wir auch in unserer Gesellschaft wenig gelernt haben, Sachen zu hinterfragen. Als Beispiel, wenn unsere Eltern jetzt zum Beispiel Probleme mit den Nieren haben oder Darmprobleme haben und es dann gesagt wird, es wird dann uns weitervererbt oder als Kinder, beziehungsweise dann bekommt die Tochter oder der Sohn diese gleiche Krankheit, also Nierenprobleme oder Darmprobleme. Das hat einfach folgenden Grund. Also, wir, wie vorhin erwähnt, imitieren ja unsere Eltern nach. Das heißt, sie bringen uns natürlich ihre Essgewohnheiten auch mit bei. Also das heißt, das, was sie zu sich führen, das werden wir zwangsläufig als Kindern auch zu uns führen. Und wenn du halt ziemlich jung bist, dann ist deine Entgiftung noch ziemlich stärker. Das heißt, du wirst eigentlich häufiger krank. Das heißt, je öfter Kinder Entgiftungserscheinungen oder Heilkrisen haben, krank werden, desto stärker sind sie eigentlich, weil der Körper dann noch das ausscheiden möchte. Aber jedenfalls imitieren wir halt das ganze Essverhalten von unseren Eltern. Und dann ist der zweite Punkt noch, dass wir halt so genetisch gesehen sehr viele Ähnlichkeiten natürlich mit unseren Eltern haben. Ist natürlich logisch, brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Und da ist dann auch ein wesentlicher Punkt, dass wir dann dadurch dieselben Hauptentgiftungspunkte haben. Also zum Beispiel bei manchen die Augen oder die Füße, wo mehr entgiftet wird, oder über die Achsel, über den Schweiß. Also hat ja jeder Mensch unterschiedliche Hauptentgiftungsdrüsen, sage ich mal, oder Hauptentgiftungsstellen. Und die werden dann bei, sagen wir bei Mutter, Vater, Sohn und Tochter, werden sie ziemlich identisch sein, weil halt ein ziemlich ähnliches genetischen Pool, sage ich mal, haben. Und dann passiert es halt einfach, dass dann da, wo sich dann viel Schleim bildet oder viel Gifte, sich das da staut, dass wir dann auch an den Stellen, wo unsere Eltern zum Beispiel ihre Probleme haben mit der Gesundheit, auch wir dann später an diesen Stellen die Probleme mit der Gesundheit bekommen werden. Ein kleines Beispiel von mir und meiner Familie. Mein Vater hatte Schuppenflechte. Das sind so rote Stellen auf der Haut. Das ist jetzt kein Sonnenbrand, das ist sogar nämlich permanenter. Das hat mein Vater hinten am Kopf. Mein Bruder hat das auch, mein Zwillingsbruder hinten am Kopf und allgemein auch ein bisschen vorne an der Kopf. Und ich hatte es halt hier unter den Achselhöhlen, da war es auch mal ein bisschen rot. Und seitdem ich mich rohvegan
ernähre und auch die schleimfreie Heilkost mache, ist es jetzt nach und nach, nach den Jahren einfach verschwunden und weggegangen. Das heißt, ich habe jetzt keine Schuppenflechte mehr. Und das Interessante dabei ist halt, dass man mir auch immer gesagt hat, das sei vererbt, das kannst du nicht loswerden. Und ich habe halt früher dann mit 15, 16, bevor ich mich mit Gesundheit dementsprechend beschäftigt habe, auch immer irgendwelche Cremes da drauf gemacht, hat aber auch irgendwie alles nie richtig geholfen. Und seitdem ich mich halt mit der Rohkost beschäftigt habe, habe ich dann auch das fallen gelassen, diesen Glaubenssatz und dieses Programm, dass das genetisch bedingt ist und dass man das nicht heilen kann. Wie gesagt, bei mir ist das jetzt weg und bei meinem Vater ist es zum Beispiel immer noch da und bei meinem Bruder auch. Und die ernähren sich ja konventionell beziehungsweise auch zum großen Teil von Industriefraß. Jetzt noch zum Abschluss ein wichtiger Punkt, und zwar ist das die Psyche bzw. die Programmierung von uns. Das habe ich auch am Anfang erzählt, dass unsere Eltern uns ziemlich stark prägen, genauso das Umfeld, und wir als Kinder auch sehr viele Programme und Konflikte dadurch mit aufnehmen und die dann bei uns weiterarbeiten. Und viele haben einfach diesen Glaubenssätze auch oder diese Programme, die sich dann entwickeln, wenn zum Beispiel der Arzt sagt, das ist genetisch vererbbar, das kann man nicht heilen und so, und die Leute glauben das halt einfach und dadurch tun sie halt von ihrer biologischen Maschine, also diesem Körper, die biologischen Urprogramme auch überschreiben und blockieren. Unser Körper ist halt zu sehr viel mehr in der Lage, auch einen gewissen Punkt der Heilung, und durch unsere Glaubenssätze, wie jetzt zum Beispiel mit dem Arzt, dass zum Beispiel die Löcher von den Zähnen nicht nachwachsen können oder sich heilen können, dass das genetisch vererbbar ist und man dann nichts machen kann und sowas. Und solche Glaubenssätze führen einfach dazu, dass wir dann diese biologischen Programme mit einem anderen Programm überlagern, überschreiben sozusagen, und wir das dann sozusagen festlegen und manifestieren, sage ich mal. Und da ist es auch wieder wichtig, sich mal mit diesem Programm mit auseinanderzusetzen, mal das Gelernte und Gesagte mal vergessen oder zur Seite schieben und dann mal schauen, was ist jetzt da eigentlich wirklich dabei, wenn man mir sagt, das ist jetzt genetisch bedingt, das kann man nicht heilen, das sagt jetzt der Arzt, ist der Arzt jetzt gesund oder ist er nicht, wie schaut der aus, hat er damit gewisse Erfahrungen, dass man sich da einfach mal so ja, ein bisschen auch an andere Sachen orientiert, weil ehrlich gesagt, unsere Gesellschaft ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht gesund. Also wenn man da ganz genau hinschaut und sich mal das Buch Arnold Ehret, Schleimfreie Heilkost auch mal durchliest, was da alles mit drin steht, dann ja, kann man sich dann schon mal solche Sachen fragen, wenn da irgendwas genetisch vererbbar ist oder sowas und man das nicht heilen kann, ob das jetzt wirklich stimmt oder einfach das nur eine Sichtweise von jemandem ist, der keine Erfahrung, sage ich mal, in diesem Bereich hat, beziehungsweise in der Gesundheit. Also kurz nochmal zusammengefasst, um die Vererbung nicht mehr als Ausrede nutzen zu können. Also der erste Punkt, natürlich hat das was mit den Genen zu tun, beziehungsweise genetisch, halt einfach in dem Zusammenhang, dass meine Eltern und ich wahrscheinlich die gleichen Hauptentgiftungspunkte haben und wir dadurch dann die, wenn man sich Schleim und Gifte stauen, wir dadurch dann die Schwellungen oder die Probleme an den gewissen Organen oder Stellen dann auch mitbekommen. Dann natürlich auch die Adaption beziehungsweise Imitation von unseren Eltern. Das heißt natürlich auch in dem Essverhalten. Die kennen sich zum Teil auch nicht mit Gesundheit zum Beispiel auch, tun uns auch mit unnatürlichen Sachen vollstopfen. Das nehmen wir natürlich auch mit auf und vergiften beziehungsweise verschleimen auch unseren Körper damit, den wir dann nach und nach natürlich reinigen sollten. Also auch hier das Essverhalten imitieren wir uns und natürlich auch die ganzen Programme, Glaubenssätze, alles Mögliche, die wir da auch mal hinten neutral hinterfragen können, ob was dran ist oder nicht, und so an uns weiterarbeiten. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal auch kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Einige haben, oder viele, die meine Videos schauen, haben noch nicht den Kanal abonniert. Hilft mir alles, damit der Kanal weiter wachsen kann. Gerne auch unten in den Kommentare schreiben, wie ihr zu diesem Thema zum Beispiel steht. Einfach auch wieder hier für den Algorithmus, dass meine Videos weiter verbreitet werden und wir auch in Konversation treten können. Und gerne auch Freunden, Bekannten, Familie von dem Kanal erzählen. Dieses Video auch gerne teilen. Für die, die es interessieren, damit ja die Reichweite einfach wächst. Ich bin auf eure Hilfe und Unterstützung, wie gesagt, immer. Ich benötige halt eure Hilfe, um dass mit der Kanal halt weiter wächst. Da hilft einfach das Abonnieren, das Kommentieren, das Teilen, damit halt der Kanal weiter wächst und ich mehr Leute erreichen kann. So, also wie gesagt, ist eigentlich alles nicht umständlich. Abonnieren kostet nichts, 2 Sekunden, einfach nur auf die Tasten drücken, Daumen nach oben geben, alles mögliche. Also ich meine das wirklich ernst, dass ihr das auch dann in der Tat umsetzt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.